Wir haben einfach einen wunderschönen Standort. Ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Schule in Dresden, wo es so grün ist und wo man halt rausgeht und gefühlt im Wald steht. Siehst dort oben den Schulgarten, Garten der Nachhaltigkeit und das Gewächshaus und geht dann in den Eingangsbereich rein, der wunderschön ausgestaltet worden ist von den Floristinnen. Und dann fängt erst Schule an. Ja, und das ist einfach so besonders und es ist schön, hier zu sein. In der Schule ist mir besonders wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Schülern und Schülerinnen und halt auch zwischen den Lehrern. Dass die Lehrer das eine rüberbringen wollen und dass wir alle die Chance haben, ihren bestmöglichen Abschluss zu machen. Wir haben alle das gleiche Ziel und zusammen versucht man das Ziel zu erreichen. Und zu diesem Abschluss kommen sie am besten, wenn die Kolleginnen und Kollegen motiviert sind. Und das zusammenzuhalten, das ist meine Aufgabe. Mein Name ist Anja Unger. Ich bin seit 7 Jahren Schulleiterin hier an unserem beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden. Wir haben 2 Standorte mit 1500 Schülerinnen und Schülern und 90 Lehrern. Haben noch viele Hausmeister, Schulsekretärin, jetzt eine Schulverwaltungsassistentin. Und dieses gesamte Team, das macht sehr viel Freude. Die Vielfältigkeit ist halt hier auch geboten von den ganzen Berufen und Ausbildungen, die halt noch stattfinden. Wir decken das gesamte Spektrum der Nahrungsmittelproduktion letzten Endes ab. Vom Korn zum Brot, vom Korn zum Fleisch. Was dazu führt, dass man nur Leute um sich hat, die ein ähnliches Interessengebiet haben. Man ist halt ein gutes Miteinander, man kann sich austauschen, mit denen reden und halt auch mal in andere Fachrichtungen sozusagen reinschauen. Durch die verschiedenen Ausbildungsgänge hat man auch als Schüler Synergieeffekte, entweder, dass man erste Berufsausbildung hier macht und dann irgendwann durch den Kontakt mit den Abiturienten überlegen kann, mache ich noch ein Abitur, mache ich noch einen höheren Bildungsgang, und genau andersrum passiert das bei uns auch, dass wir ganz viele Abiturienten haben oder Fachabiturienten, die sich dann auch entscheiden können, einen Beruf noch zu lernen. Dadurch, dass unsere Kollegen spartenübergreifend arbeiten, entsteht ja auch ein vielfältiges Wissen bei dem einzelnen Kollegen, was er dann letzten Endes rüberbringen kann in den Klassen und damit dafür sorgt, dass die Schüler über den Teller anschauen. Ich bin ebenso im Klimateam, genauso wie Paul. Wir versuchen da wirklich, die Schule ein bisschen nachhaltiger zu machen. Die Apfelernte und die Heuernte ist bei uns ein großer Punkt, den wir halt so als Klimaschulteam mit unterstützen und begleiten. Man rutscht halt irgendwie immer von einem Projekt ins nächste. Das ist halt immer so, ja, willst du damit machen, willst du damit machen? Und man kann sich da auch manchmal nicht so wirklich entscheiden. Wir haben auf der Canaletto-Straße den Hopfengarten, wo unsere Brauer aktiv sein können. Dann hier im Schlosspark haben wir die Parkbühne. Wir haben die 2 grünen Klassenzimmer. Dass man da auch noch mal an der frischen Luft lernen kann. Vor allem im Sommer ist es da sehr angenehm. Die Freude am Lernen fängt damit an, dass wir den Schüler ernst nehmen. Und das ist uns wichtig. Und das zu vermitteln über Inhalte und über Ausstrahlung, über Motivation und über Ermöglichung vor allem. Die verschiedenen Lernorte auch in der beruflichen Praxis, die wir anbieten können, die Lehrfleischerei, die Lehrbrauerei und diese ganzen Möglichkeiten, wo wir dann auch Theorie und Praxis vernetzen können in allen möglichen Ausbildungsgängen. Die Kollegen, die in der Berufsschule unterrichten, haben alle einen beruflichen Hintergrund. Also es sind Kollegen, die also Gärtner gelernt haben, Landwirt gelernt haben. Wenn man halt hier beim Lernen sind, wir sind Berufe, die sitzen nicht 24/7, die sind eigentlich 24/7 am Laufen oder irgendwie bewegen. Wenn man hier lernt, wie man richtig mit Tieren umgeht, kann man das auch in der Praxis richtig umsetzen. Man kann auf jeden Lehrer zugehen, wenn man ein Problem hat. Das macht es einfach nicht so stressig und nimmt viel Druck raus und auch Angst. Und halt einfach jeder auf den jeden so ein bisschen aufpasst und halt einfach ein schönes Miteinander haben an dieser Schule. Ich finde, die Schule hat einen super guten Ruf und für meine Ziele ist die Schule einfach fachlich am kompetentesten. Ich komme eigentlich aus dem Gemüsebau und möchte quasi in der Richtung auch dann einen Hochschulabschluss anstreben. Unsere Schule lebt eine große Vielfalt. Vielfalt in der Herkunft, Vielfalt in den Ausbildungsberufen. Und diese Vielfalt zuzulassen und zu leben, das hat was mit respektvollem Umgang zu tun und vor allem auch mit Wertschätzung. Auf Augenhöhe sich zu begegnen und den Fokus vor allem auf die Schülerinnen und Schüler zu legen und ihnen, also den jungen Menschen, den bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.